Servus Freunde, herzlich willkommen hier vom Abgrund in Need for Speed Payback. Ja, wir haben wieder ein Rennen vor uns und ja, das müssen wir erstmal hier schaffen. Und zwar befindet sich das hier unten. Wir haben die Stufe, die wir benötigen. Und ich würde sagen, wir kürzen mal ab hier, oder? Oh ne, darf ich nicht. Ich kann hier oben weiterfahren. Hallo. Darf ich bitte wieder runter? Hab mal fast den Baum geküsst, aber auch noch fast hier. Einmal runter zum Rennen und dann fahren wir das und dann hoffen wir, dass wir nächste Runde natürlich gegen den Big Boss hier antreten dürfen. Da haben wir auch schon Porsche gesehen. Komm. So, einmal hier über den Highway und dann wieder hier hoch. Dann hoffen wir mal, dass wir das Rennen hier gewinnen. Wir werden natürlich wieder die Zusatzwette annehmen, weil hier im Spiel kriegt man ja die Kohle nicht wirklich nachgeworfen. Du kannst hier übrigens das Spiel auch antesten, wenn du willst, mit Origin Access. Kostet, glaube ich, 4 Euro im Monat. Oder einmal 26 Euro, sparst du natürlich einiges mehr, ist auf ein Jahr gesehen. Aber gut, ich habe jetzt mal das Monatliche genommen, um einfach hier vor Release das Ganze schon aufzunehmen. Vor Gesamtrelease, so muss ich sagen. So, dann starten wir das Ganze gleich mal. Gut, das machen wir natürlich hier. Genug rumgealbert, Morgan. Jetzt verlierst du. Glaubst du? Nein, verliere ich nicht. Los, los, los! So, ich muss eine Minute lang in Führung bleiben. Wie gefällt dir das? Aber uns sieht einmal die Crew gleich mal überholt hier. Und da sind wir gleich mal schon mit schönen Abstand vorne. Shit! Ja, ja, es ist alles halb so wild. Wir bleiben schon vorne. Und Nemesis hat hier echt extrem starke Zeiten gefahren. Komm. Ihr habt doch eh keine Chance. Ja gut, da muss ich aber meinen Typen hier recht geben. Ich habe jetzt aber gut Speed mitgenommen hier durch den Drift. Jetzt aber auch nicht wirklich gerade die herausragendste Crew, also da muss man nicht unbedingt hier jetzt keine Ahnung was haben, damit dass man die hier besiegen kann. Okay, ich kann das Ding gewinnen. Ja, wir werden das Ding hoffentlich fix gewinnen. So einen Abstand, wie wir jetzt schon haben. Mist. Ja, es ist noch alles gut. Wir haben noch 500 Meter. Tyler, bleib ruhig. Es ist alles im grünen Bereich. Da vorne ist das Ziel. Und Boss, komm her zu uns hier. Ich hab's noch drauf.
Ja gut, die Verbindung ist abgebrochen, die Online-Funktion steht nicht mehr zur Verfügung, das stört mich aber relativ wenig, muss ich sagen. Ich habe das Ganze gewonnen, ist eh klar. Heißt 2800 Credits auf meinem Konto. Gesamt sind es natürlich wieder 9800. Würde ich sagen, hier wieder die äußere Turbo-Stufe 5. Verbessert uns wieder, das nehmen wir. Jetzt die Frage, wo ist das Finale Rennen? Du bist einfach nicht zu schlagen, was? Du hast dir ein Rennen gegen mich verdient, Morgan. Ich sag dir was. Zeig mir dein Feuer. Dann lege ich noch eine mächtige Leiche drauf. Du meinst ein Wrack? Wo ist es? Besieg mich, dann zeige ich's dir. Gut, wir sind zwar technisch unterlegen, aber wir versuchen es trotzdem mal. Komm, ich will zum Boss hier. Also das Rennen fahren wir heute noch. Wenn wir hier halbwegs durchkommen. Da sind wir nicht vorhin auch schon hochgefahren, oder? Zu dem einen Rennen. Nochmal 4 Kilometer haben wir noch. Speedrun. Komm, Buick. Komm. Immer war das Manuelle nicht schlecht. Wenn ich hier reinschalten könnte oder so eine Sauberautomatik ist, dass ich auch selbst mal reinschalten kann, wenn mir der Gang nicht passt. Speedrun 2 von 40 abgeschlossen. Was ist da? Chip 1 von 100, jawohl, ein Geotech haben wir. So, wir starten trotzdem. Wir sind zwar 16 Punkte unterlegen, aber das heißt nichts. Nehmen wir es trotzdem mal an. Wir riskieren mal. Wir sind hier Player. Für den Tanz mit dem Tod, Morgan? Ich werde dich nicht schonen. Gut, ich dich auch nicht. Ja, komm. Okay, Mann. Lass uns tanzen. Scheiße, jetzt ist ein Gedanke auf dich. Der Karre ist nicht schlecht hier. Du verlierst, Morgan. Davon träumst du. Ja, aktuell sieht es aber schon danach aus. Mit dem Tod. Ach, das ist einfach nur Spaß. Meine Familie hat ein Bestattungsunternehmen. Und sowas trägt eben. Oh, überhaupt. Ja gut, aber das kenne ich aus eigenem Umkreis, dass die Menschen da, was den Tod angeht, natürlich extrem abscheucht. Eine Schulkollegin von meiner Mutter, von denen die Eltern haben nämlich ein Bestattungsunternehmen. Und wieso ja, dort war es auch nicht viel anders. Amigo? Ich will Rache. Ah. Daher das Feuer. Müsste mal hier vorbeikommen.
War das Wrack als Wetteinsatz ernst gemeint? Ja, aber du musst gegen mich fahren, als hinge dein Leben davon ab. Tut es ja auch. Und zwar immer. Wisst ihr, irgendwann wird das Haus auch euch ins Visier nehmen. Die Typen sind Stadtratten. Hier draußen gibt's nichts für sie. Die lassen uns in Ruhe. Navarro begnügt sich nicht mit der Stadt. Ich kenne sie. Ja, könnte aber recht haben. Lange haben wir nicht mehr Zeit hier. Uhr 20 geht die Hütte hier. Komm schon, Tyler. Du darfst die Führung jetzt nicht mehr abgeben. Gebe ich auch nicht mehr ab. Keine Sorge, Kollege. Gut, 700 Credits muss ich schon mal einbüßen. Seit ich kriege nur 6300. Aber wir haben das Rennen gewonnen. Katrina, du verlierst. So, er wird abgeschlossen. Nicht schlecht, Morgan. Der Tanz gehört dir. So, insgesamt haben wir hier 6300 gewonnen. Klar, ich hätte natürlich gerne die Kohle soweit mitgenommen. Nehmen wir hier die Speedkarte Nitro. Verkaufen wir besser. Questreihe abgeschlossen, jawohl. Liga besiegt. Neuer Wagen beim Händler freigeschaltet. Dodge Charger RT, jawohl. Nissan Skyline. GTR Wiesbeck. Honda 180, Nissan 180 SX Type X. Ich hab mich in dir getäuscht, Amigo. Irgendwas ist anders. Ja. Ja, ist es. Viel Spaß mit dem Mustang morgen. Was wir Mustang? Sehen uns. Gut, das Wrack besorgen wir uns morgen, hätte ich gesagt. Denn heute sind wir raus für dieses Video. Wenn es dir gefallen hat, wäre es natürlich geil, wenn du ein Däumchen nach oben da lässt. Was? Ah, Graveyard Shift. Komm in die Werkstatt, wenn du ihn hast. Dann sehen wir, was wir daraus machen können. Ja, ich fahre nachher, aber jetzt erstmal hier. What? Erstmal hier den Wagen in die Mauer gelassen. Wenn ihr das Video gefallen hat, wäre natürlich ein Daumen nach oben sowie ein Abo und eine Weiterempfehlung super. Ich bin jetzt an dieser Stelle raus, verabschiede mich, sage tschüss und ciao, bis zum nächsten Mal.